Hi, ich bin Joel, 20 Jahre alt und mache hier meine Ausbildung zum Mechatroniker bei Trox in Arnold. Meine Ausbildung geht 3,5 Jahre lang. Zuerst lerne ich die grundlegenden Tätigkeiten der Metalltechnik kennen, zum Beispiel feilen, sägen, bohren, drehen, fräsen und auch schweißen. Zudem lerne ich auch den Bereich der Elektrotechnik kennen, wo ich elektrische Grundschaltungen aufbaue und verkabel. Das Besondere ist, dass ich die Mechanik und die Elektrotechnik verbinden kann und somit einen großen Aufgabenbereich im Betrieb habe. Zum anderen gehört es zu meinen Aufgaben, Systeme für elektropneumatische Anlagen wie zum Beispiel SPS oder Logo zu programmieren. Ein weiterer Teil meiner Aufgaben ist es, elektronische Geräte zu prüfen, Fehler zu suchen und diese dann auch zu beheben. Zudem lerne ich auch viel über die Komponenten der Elektrotechnik kennen. Um das alles fachgerecht zu erlernen, sind wir unserem ersten Lehrjahr in der Trox Lehrwerkstatt. Herr Schulz, was muss ich denn eigentlich mitbringen, wenn ich eine Ausbildung bei Trox als Mechatroniker starten möchte? Also wenn du bei uns bei Trox als Mechatroniker anfangen willst, musst du mindestens einen Realschulabschluss mitbringen und deine Lieblingsfächer wären im besten Fall Mathe und Physik. Damit ich mir ein Bild von meiner zukünftigen Stelle machen kann, bin ich im zweiten Lehrjahr in Betrieb. Ansonsten erwarten mich in der Lehrwerkstatt immer neue Aufgaben oder auch Aufträge. Und wie sieht es mit persönlichen Fähigkeiten aus? Handwerkliches Geschick und Teamgeist dürfen natürlich nicht fehlen, aber auch allgemeines technisches Interesse und Verständnis sollte natürlich bei dir vorhanden sein. Und was passiert mit uns nach der Ausbildung? Also hier bei Trox wird jeder Azubi nachher übernommen und kriegt hier eine Stelle im Betrieb. Du als Mechatroniker könntest zum Beispiel in der RLTN-Montage eingesetzt werden, aber auch als Anlagenführer an einer komplexen Anlage mit Robotern und später vielleicht sogar in der Instandhaltung als Betriebselektriker. Wenn wir in der Schule mal nicht mitkommen, werden wir von unseren Ausbildern auch individuell gefördert. Vor allem durch das freundschaftliche Arbeitsklima haben wir hier auf der Arbeit sehr viel Spaß. Und wie kann man sich jetzt bewerben? Also, wenn du dich bewerben möchtest, musst du das auf jeden Fall online machen, auf unserer Internetseite unter Karriere Ausbildung. Wenn du dich davon angesprochen gefühlt hast, dann bewirb dich jetzt bei Trox, denn nur mit dir sind wir Trox.